Mamma mia! Unperfekt! Hallo! Heute möchte ich euch zwei Buchempfehlungen geben. Das erste Buch, was wir uns angucken, ist die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der nicht schlafen konnte. Und das andere Buch ist das Mitmachbuch. Mitmachbuch. Die sind beide, das hier ist ein unterhaltsames Buch und das hier ist ein herzerweichendes Buch. Wir fangen mit dem herzerweichenden Buch an. Das ist erstmal wirklich super entzückend gemalt und auch der Text der Geschichte gefällt mir sehr gut. Es geht darin um einen kleinen Siebenschläfer, der nicht einschlafen kann und er bekommt ganz viele Tipps, wie mir das vielleicht gelingen könnte. Ich lese einfach mal den Anfang vor, damit ihr einen Eindruck bekommt. Die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der nicht einschlafen konnte. Von Sabine Bohlmann und Kerstin Schöne. Es war Herbst und Zeit für den Winterschlaf. Ich soll 7 Monate schlafen? 7 Monate? Fragte der kleine Siebenschläfer. Aber ja, mein Kleiner, sagte die Siebenschläfermutter. Wir Siebenschläfer brauchen viel Schlaf. Und wir sind die einzigen Tiere auf der Welt, die so lange schlafen können. Darauf sind wir sehr stolz. Ein Siebenschläfer, der das nicht kann, das wäre kein richtiger Siebenschläfer. Aber ich bin doch überhaupt kein bisschen müde, sagte der kleine Siebenschläfer und zeigte seiner Mama die weit aufgerissenen Augen. Siehst du? Die Siebenschläfermutter lächelte. Einschlafen ist gar nicht so schwer. Mach die Augen zu und denk an lauter schöne Dinge. Und dann wirst du sehen, wie einfach das geht. Der kleine Siebenschläfer drehte sich erst nach links und dann nach rechts. Er wälzte sich hin und her und dann auch noch her und hin. Er riss sein Mäulchen weit auf, um zu gähnen. Aber es klappte nicht. Er konnte und konnte nicht einschlafen. Ein Siebenschläfer, der nicht schlafen kann, ist kein richtiger Siebenschläfer, hörte er die Stimme seiner Mutter in seinem Kopf. Er seufzte. Was ist denn hier los? Fragte der Fuchs. Ich kann nicht schlafen, klagte der Kleine. Aber bist du nicht ein Siebenschläfer? Das Siebenschläferkind nickte. Aber ich bin überhaupt kein bisschen müde. Dann zähl doch Schäfchen, schlug der Fuchs vor. Wenn ich Schäfchen zähle, werde ich erst sehr hungrig und dann sehr müde. Komm, ich zeige es dir. Und dann zählten sie zusammen. Ein Schäfchen hüpft über den Zaun. Zwei Schäfchen hüpfen über den Zaun. Gemeinsam kamen sie bis zum 22. Schäfchen, das über den Zaun sprang. Der Fuchs wurde dabei müde und immer müder und schlief schließlich ein. Aber der kleine Siebenschläfer war immer noch wach. Was machst du denn da? Fragte die Nachtigall. Ich zähle Schäfchen, damit ich einschlafen kann. Denn ein Siebenschläfer, der nicht schlafen kann, das ist kein richtiger Siebenschläfer. Ohne ein Gute-Nacht-Lied kann man ja auch nicht einschlafen, sagte die Nachtigall. Ich werde dir mein Schönstes vorsingen. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht. Der kleine Siebenschläfer lauschte ihrer wunderschönen Stimme. Beim 5. Lied, das sehr langsam war und sehr einschläfernd, fielen der Nachtigall die Augen zu und sie schlief ein. Aber der kleine Siebenschläfer war immer noch wach. Bis dahin erstmal. Also viele Tiere kommen und besuchen den kleinen Siebenschläfer und alle haben wertvolle Tipps, wie man gut einschlafen könnte. Und ich finde das Buch wunderschön illustriert und wunderschön geschrieben und auch sehr kreativ. Zum Beispiel als die Fledermaus den kleinen Siebenschläfer besucht. Oh, ist ein bisschen hell. Besser, okay. Also die Lichtverhältnisse sind gerade fantastisch hier. Manu. Als die Fledermaus den kleinen Siebenschläfer besucht, ist das Buch plötzlich so. Muss man es so rumhalten. Und das gefällt, also meinem Sohn zumindest, sehr, sehr gut. Dieser Perspektivwechsel. Und am Ende sieht es fast so aus, als ob alle Tiere eingeschlafen wären, nur der kleine Siebenschläfer nicht. Aber dann kommen wir auch noch zu unserem Happy End. Also, ich möchte auch nicht alles verraten. Es kostet 13 Euro und ist im Thienemann Verlag erschienen. Und ich kann es echt empfehlen. Es macht auch sehr viel Spaß, das vorzulesen. Und es ist sehr menschlich und sehr herzlich geschrieben.
Ja, bin ich super froh, dass wir das jetzt haben. Das zweite Buch ist das Mitmachbuch. Das hat 12 Euro gekostet. Im Felber Verlag mit V erschienen. Und das ist, vom künstlerischen Standpunkt kreativ, aber nicht so emotional irgendwie. Es ist aber sehr schön geschrieben. Okay, also es fängt an mit einem Kreis und es steht, drücke auf den gelben Kreis und blättere die Seite um. Und dann blättert man die Seite um. Schön. Und jetzt drücke nochmal auf den gelben Kreis. Dann drückt das Kind wieder da drauf. Und es sind 3 Kreise da. Prima. Reibe nun mit deinem Finger vorsichtig über den linken gelben Kreis. Mach das Kind so. Dann blättert um und oh, jetzt ist er rot, ne? Und dann geht es eben immer so weiter. Der nächste ist blau. So, jetzt ist der, hat man 5-mal drauf gedrückt und man hat 5 Kreise. Dann macht man das mit jeder Seite. Dann geht das Licht aus, dann geht das Licht wieder an. Dann schiebt man alle hier so rüber, man schüttelt das Buch. Also wir machen es dann immer zu. Dann sage ich jetzt, schüttel mal das Buch nach da. Dann mache ich auf, oh, jetzt sind alle Kreise da. Machen wir wieder zu, schüttel nach da. Und dann sind alle Kreise auf der anderen Seite. Und also man könnte denken, das ist irgendwie echt ganz süß gemacht, man könnte denken, das ist so wie Sixth Sense oder so, dass es funktioniert einmal und danach ist es nicht mehr interessant. Ist es aber. Also der Louis, ja gut, der ist jetzt 3, ne? Ich glaube jetzt für ältere Kinder ist es wahrscheinlich wirklich nur so ein einmaliges Ding. Kann man sich vielleicht mal in der Bücherei dann ausleihen. Aber der Louis mag das super gerne und das ist immer noch so ein bisschen Zauberei für ihn. Also es ist total süß. Aber es macht echt auch Spaß, zusammen anzugucken. Es ist natürlich nicht ganz so einschläfernd, ne? Aber immer noch besser als Rennautofahren. Also also die beiden Bücher haben mich begeistert in letzter Zeit. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr mehr von solchen Buchempfehlungen haben möchtet. Oder schreibt in die Kommentare, welche Bücher ihr gut findet. Und gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Da freue ich mich immer so. Also, wir sehen uns ganz bald wieder. Habt eine schöne Woche. Mua. Tschüss! Oh Gott, ich bin durch.